Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, wie du Extrempunkte bei einer ganz rationalen Funktion ganz einfach berechnest und zum Schluss gibt es sogar noch eine kleine Übungsaufgabe mit Lösung für dich. Also wenn ich die Extrempunkte berechnen möchte, möchte ich zum einen die Koordinaten dieser Extrempunkte bekommen, aber zum anderen möchte ich wissen, um welche Art von Extrempunkt handelt es sich denn überhaupt. Ist es ein Hoch- oder ein Tiefpunkt oder anders ausgedrückt ein Maximum oder ein Minimum? Das möchte ich jetzt hier ermitteln. Doch zuallererst, falls du das mit den Extrempunkten noch nicht so ganz verstanden hast, wie man das berechnet und warum das so ist, habe ich ein geiles Video auf meinem Kanal, Extrempunkte berechnen, anhand von verschiedensten Beispielen, zieh dir das rein, dann verstehst du es definitiv. Und nun kommen wir zu dem alten Bad Boy, geil. Also, wie berechne ich Extrempunkte? Grundsätzlich, das ist immer dieselbe Regel. Ich brauche die erste Ableitung und die setze ich gleich 0. Also, das kannst du auswendig lernen, die auf deinem Popo tätowieren lassen und Spaß haben. Also müssen wir jetzt als allererstes hier die Ableitung bilden. Ableitungsregeln. Auch dazu habe ich eine geile Playlist, wo ich dir alle Ableitungsregeln, die da draußen existieren, super ausführlich anhand von Beispielen erkläre. Zieh dir das rein, falls es noch nicht ganz sitzt. Grundsätzlich hast du hier die Summen- und Differenzregel zu beachten. Oh Gott, ich weiß. Aber das ist ganz einfach, vertrau mir. Im Endeffekt musst du einfach Folgendes beachten. Schau her, 0,25x hoch 4, das ist eine Zahl mit deiner Variablen, also x hinten dran. Und das Ganze ist noch hoch 4 zum Beispiel. Und da dran ist ein Minus. Also im Klartext muss ich das einzeln ableiten, den Bad Boy einzeln ableiten und da ist zum Beispiel ein Plus zwischen denen und den einzeln ableiten. Hier ist kein Mal, kein geteilt durch zwischen den Schlingelchen. Und darum musst du dir einfach alle einzeln ableiten. Das ist halt die Regel dahinter. Und das mache ich, wenn ich eine Zahl mit einer Variablen, also x dran habe, immer mit demselben Schema. Ich nehme die Potenz. Schau, hier ist es hoch 4. Die ziehe ich nach vorne mit mal. Das heißt, hier steht jetzt halt 4 mal. Und dann eben die 0,25x hoch 4, die nehme ich einfach mit. Aber die Potenz nehme ich nochmal minus 1. So ist es immer nach vorne ziehen und dann nochmal die Potenz minus 1. Fertig. Selbes Schema beim nächsten. Minus 0,25x hoch 3. 3 nach vorne gezogen. Siehst du hier? Flupp. Das Minus nehme ich ganz klar mit. 0,75x hoch 3 nehme ich auch mit und die Potenz nehme ich wieder minus 1. Tschakka, fertig. Und zu guter Letzt die plus x ableiten. Und statt plus x hätte ich auch hier hinschreiben können plus 1x. Das bedeutet, hier steht plus 1x und eine Zahl mit einer ganz normalen Variablen hinten dran, also mit einem x, das leitet sich ab, indem einfach nur noch die Zahl übrig bleibt. Und darum ist hier nur noch die 1 da. Jetzt rechne ich das ganz einfach sauber schon mal zusammen. 4 mal 0,25 ist logischerweise 1 und 1 kann ich weglassen, aber die ist gedanklich da. X hoch 4 minus 1 ist x hoch 3. Tschakka. Minus 3 mal 0,75x, naja, das ist minus 2,25x hoch 2, weil 3 minus 1 ist 2. Und dann, ja gut, die 1, das ist immer noch so, wie es ist. Nun habe ich die erste Ableitung, den alten Bad Boy, und den, das habe ich dir ja vorhin versprochen, muss ich gleich 0 setzen. Das heißt, ich nehme die komplette Gleichung und setze diese gleich 0. Hier haben wir schon mal das erste Problem. Hier können wir kein x ausklammern, aber wir haben das Ganze x hoch 3. Das bedeutet im Endeffekt, wir können das Ganze nur lösen mit Hilfe der Polynomdivision. Aber bevor ich die Polynomdivision überhaupt anwenden kann, brauche ich schon einen Extrempunkt. Also in dem Beispiel hier, weil wir die erste Ableitung 0 setzen, möchte ich gerade die Nullstellen von der ersten Ableitung berechnen. Also brauche ich eine Nullstelle von der ersten Ableitung. Oder mit anderen Worten, halt den x-Wert von einem Extrempunkt. Sonst kann ich die Polynomdivision nicht machen. Entweder hat der Lehrer, der alte Bad Boy, dir die dann angegeben, sagt, hey, Schnuckelchen, dein erster x-Wert, dein erster Extremwert dafür ist zum Beispiel x 1 gleich 2. Oder du darfst sie eben im Taschenrechner herausfinden oder du darfst zum Beispiel die ablesen. Das kommt halt auf deinen Lehrer oder deinen Prof drauf an. Ich sag dir jetzt einfach an, hey, dein erster x-Wert, also dein erster Extremwert, liegt x-technisch bei 2. Dadurch kann ich das in diese schöne Form schreiben. Klammer auf x minus 2, Klammer zu. X ist standardmäßig und die minus 2 kommt dadurch, weil setz mal die 2 für x hier ein. 2 minus 2 ist 0. Aha! Das ist sozusagen so eine Nullstellenform für die erste Ableitung. Weil das ist ja gerade die Nullstelle für die erste Ableitung. Bedeutet, mit anderen Worten kannst du auch einfach machen, Klammer auf, x und das Gegenteil von deinem x-Wert, von dem Extrempunkt, den du gerade hier verwenden möchtest. Also, das Gegenteil von 2 ist minus 2.
Und das habe ich jetzt nur gemacht, um die Polynomdivision überhaupt anwenden zu können. Schau mal her, ich nehme meine komplette Gleichung, die ich jetzt nur gesetzt habe, meine erste Ableitung. Und die teile ich durch diesen Tatbestand, den ich hier gerade ermittelt habe, aufgrund meiner ersten Extremstelle. Mit anderen Worten, mit der Nullstelle der ersten Ableitung. Und nun kann ich loslegen mit der geilen Polynomdivision. Wie mache ich das am besten? Es ist immer dasselbe Schema, passt genau auf. Also, ich baller die x hoch 3, die schreibe ich doof ab hier unten drunter. Mache aber noch ein Minus und eine Klammer davor. Ist immer so, wie bei der x, wenn du nicht gelernt hast, einfach mal abschreiben. Und dann mache ich folgendes, die Zahl, die ich gerade abgeschrieben habe, oder halt auch die Variable, das, was ich halt abgeschrieben habe, meine Güte, das Ganze, die x hoch 3, die teile ich durch x. Jetzt ist es natürlich praktisch, wenn man die Potenzgesetze kann, aber x hoch 3 geteilt durch x wird x hoch 2, weil ein x einfach umgangssprachlich gesagt wegfällt. So, also aus x hoch 3 geteilt durch x wird x Quadrat. Dieser x Quadrat nehme ich jetzt mal das hier, das, was nach dem x kommt, also der minus 2. Und minus 2 mal x² ist minus 2x². Wunderbar. Und somit habe ich das Glanzstück hier erzeugt. Und nun verrechne ich das einfach miteinander. X hoch 3 minus x hoch 3 wird zu 0. Tschakka. Weil mein Ziel ist es gerade, das hier zu 0 zu bekommen. Aber das siehst du jetzt gleich. Minus 2,25x hoch 2 minus minus 2x². Naja, minus und minus wird zu plus. Das bedeutet, ich rechne minus 2,25x² plus 2x². Und das ergibt dann einfach minus 0,25x². Sehr schön. Als nächsten Step würde ich bei der Polynomdivision immer den nächsten Wert runterholen. Habe ich hier x², hole ich von hier oben, falls hier oben ein x-Wert ist, diesen x-Wert nach unten, also mit Plus oder Minus. Hier habe ich aber keinen x-Wert, darum lasse ich diesen Schritt aus. Aber ich mache ihn gleich wieder, siehst du gleich. Ansonsten hätte ich jetzt einfach runtergeholt. Und nun mache ich wieder dasselbe Spiel. Ich kopiere den ganzen Blödsinn hier nach unten. Flupp. Hau ein Minus und eine Klammer davor. Und dann rechne ich wieder. Minus 0,25x² geteilt durch x ist minus 0,25x. Hier war es x² geteilt durch x ist nur noch ein x. Wunderbar, dann mache ich die minus 0,25x mal minus 2, minus und minus, richtig, wird zu plus und darum ergibt das Ganze 0,5x. Wieder sauber verrechnen. Minus 0,25x² minus minus, das wird zu plus, also plus 0,25x², das wird zu 0. Wer hätte es gedacht? Und ich habe ja keine x-Zahl hier, also kein x-Wert. Deswegen ist es minus plus 0,5x, minus und plus wird zu minus. Also minus 0,5x bleibt übrig, weil ich konnte es ja mit keinem x-Wert hier verrechnen. Darum habe ich ja auch keinen runtergeholt. Das ist eben der Sinn dahinter. Und dann hole ich wieder den nächsten Wert runter. Hier würde ich den x-Wert runterholen. Hier hole ich jetzt die normale Zahl runter. Das ist so eine Stufe. Erst x hoch 3, dann die x hoch 2 runterholen. X hoch 2, dann den x-Wert runterholen und dann habe ich nur noch x, nur noch die normale Zahl runterholen. Und da ich hier oben eine normale Zahl habe, dann hole ich die mit runter, dem alten Bad Boy. Wie dasselbe Spiel von vorne. Minus 0,5x runterholen, abschreiben, Minus und Klammer davor, minus 0,5x geteilt durch x ist minus 0,5, minus 0,5 mal minus 2, Minus und Minus wird zu Plus, also ist das 1 und dann verrechne ich das wieder und logischerweise ergibt es dann komplett 0. Falls du hier als Extrempunkt, also als Nullstelle deiner ersten Ableitung, einen klaren, deutlichen Wert genommen hast, der nicht gerundet wurde und der auch tatsächlich stimmt, dann musst du ja auch zum Schluss bei 0 rauskommen. Ansonsten hast du einen Rechenfehler gemacht. Und nun habe ich ein neues Gleichungssystem. X² minus 0,25x minus 0,5. Und jetzt tue ich das wieder 0 setzen, weil ich immer noch, ich habe jetzt die erste Nullstelle verwendet, um das Ganze auf x hoch 2 zu bekommen. Und nun kann ich den Term mit der höchsten Potenz x hoch 2 gleich 0 setzen, ganz normal lösen, wie mache ich das immer, mit der quadratischen Gleichungslösungsformel, auch Mitternachtsformel genannt. Bedeutet, ich bestimme a, a ist die Zahl vor dem x², da steht nichts, also ist da gedanklich eine 1 und darum nehme ich eine 1 mit. B ist die Zahl vor dem x, also minus 0,25. Und C ist die Zahl, wenn man alle normalen Zahlen ohne Variable, also ohne x oder x² zusammengerechnet hat. Also minus 0,5. Tschakka. Nun setze ich das einfach in die Formel ein. Achte bitte auf Klammern und nun rechne ich das einmal komplett. Hier ist ja ein Plus, Minus. Das sind zwei Zeichen. Das bedeutet, ich rechne das Ganze einmal Plus. Dann kriege ich zum Beispiel x2 ist gleich 0,84. Einen ersten x-Wert habe ich ja schon, den brauchte ich ja für die Polynomdivision. Darum habe ich dadurch den zweiten rausbekommen.
Wenn ich das Ganze dann mit Minus hier statt Plus rechne, kriege ich dann den dritten Wert raus. Der ist dann bei minus 0,60 gerundet. Und somit habe ich jetzt einfach meine x-Werte ermittelt. Im Endeffekt erste Ableitung 0 gesetzt und dann musste ich diese Gleichung hier lösen mithilfe der Polynomdivision, einen x-Wert schon bekommen. Entweder ist er angegeben oder ich kann ihn ablesen oder meinem Taschenrechner herausfinden. Macht die Polynomdivision, kriegt dadurch den Term 1x hoch technisch geringer und kann es dann mit der quadratischen Gleichungslösungsformel lösen. Nun brauche ich den passenden y-Wert zum x-Wert. Also nehme ich die x-Werte, die ich gerade ermittelt habe, und setze die in meine ganz normale Funktionsgleichung ein. Also in die, wo ich den Extrempunkt für berechnen möchte. Also einsetzen, ausrechnen, Spaß haben. Und da kam jetzt 0 raus bei 2, also ist der erste Extrempunkt bei 2 und 0. Dann mache ich das Ganze für den anderen, dann mache ich das für den nächsten x-Wert. Und da kriege ich dann 0,52 raus, also ist der zweite Extrempunkt bei 0,84 und 0,52. Und zu guter Letzt in der Runde das Ganze mit dem dritten x-Wert, da kommt minus 0,41 raus, also ist der dritte Extrempunkt bei minus 0,60 und minus 0,41. Und macht auch absolut Sinn, gut schaut's aus. Jetzt habe ich die Extrempunkte an sich berechnet, ich weiß aber noch nicht, um welche Art es sich dabei handelt. Also, ganz simpel, ich nehme nun meine erste Ableitung, die ich hier feuchtfröhlich vorher geklärt habe, und die leite ich noch einmal ab, weil mithilfe dessen kann ich dann bestimmen, ob es sich um einen Tiefpunkt, Hochpunkt, also Minimum oder Maximum handelt. Wie leite ich diese Funktion charmant ab? Naja, das ist auch wieder Summen- und Differenzregel, x hoch 3 minus, das bedeutet, das muss ich einzeln ableiten, das muss ich einzeln ableiten, da ist hier ein Plus dazwischen, also auch das einzeln ableiten. X hoch 3, wie leite ich das ab? Die 3 ziehe ich nach vorne, darum steht jetzt hier eine 3. Das Mal kannst du dazwischen machen, falls du Bock hast, musst du aber nicht. Und die Potenz minus 1. Minus 2,25, x hoch 2 abgeleitet, ist 2 nach vorne geholt. Tschakka, mal dazwischen und die Potenz minus 1. Eine normale Zahl abgeleitet, wie hier, die 1, das würde mal zu 0. Darum kannst du es einfach weglassen. Nun, zusammengerechnet, wunderbar. Und schon haben wir die zweite Ableitung, 3x² minus 4,5x. Und jetzt nehme ich meine zweite Ableitung, die ich unter allen Kräften gebildet habe, und setze dort meinen x-Wert von meinem Extrempunkt ein. Also den x-Wert, die 2 von dem ersten Extrempunkt zum Beispiel. Einsetzen, ausrechnen, Spaß haben. Und in dem Beispiel hier kriege ich einen positiven Wert heraus. Das bedeutet, hast du dann einen positiven Wert, handelt es sich um einen Tiefpunkt. Also ist der erste Extrempunkt ein Tiefpunkt bei 2 und 0. Das sieht man es auch. Schau mal, hier fällt's, dann ist es ein Tiefpunkt und dann steigt es wieder. Kommen wir zum zweiten Extrempunkt. Zweite Ableitung eingesetzt, ausgerechnet Spaß gehabt. Das ist ein negativer Wert. Darum handelt es sich um einen Hochpunkt. Diese Zahl bringt dir aktuell nichts anderes. Nur als Indikator, ob es ein Hoch- oder ein Tiefpunkt ist. Also Maximum oder Minimum. Das hier ist ein Hochpunkt, also bei 0,84 und 0,52. Schauen wir uns an, schau mal her, hier steigt sie, dann kommt der Hochpunkt, dann fällt sie. Absolut richtig. Zu guter Letzt der dritte in der Runde. Geil wird's, einsetzen, ausrechnen, Spaß haben. Das ist ein positiver Wert, darum ein Tiefpunkt. Schauen wir uns an, minus 0,60 und minus 0,41 ist ein Tiefpunkt. Und zwar hier, hier fällt's, dann kommt der Tiefpunkt und dann steigt's wieder. Und dabei handelt es sich dann logischerweise um den zweiten Tiefpunkt, weil das war unser erster. Hier habe ich jetzt noch eine kleine Übungsaufgabe für dich. Probier es doch mal selbstständig. Halt das Video an und bestimme mir die Extrempunkte und deren Arten. Wunderbar, hier ist die erste, hier ist die zweite Ableitung. Wir haben zwei Tiefpunkte und einen Hochpunkt. Mehr Übungsaufgaben findest du unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, falls ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist nur ein kleiner Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Runde. Mach's gut!